Kleinkinder. Da heute leider unser Osterfest ausfällt im Stiegerhaus, möchte ich euch aber trotzdem überraschen und euch eine Osterhasengeschichte vorlesen. Die Hasengeschichte. Im Tal der Hasen war reges Treiben, alle waren aufgeregt und hoppelten durcheinander. Ja, was war denn da los? Ein älterer Hase, sein Name war Siegfried, fragte die jungen Hasen, warum denn alle so aufgeregt sind. Die jungen Hasen hielten inne und der jüngste Hase mit der weißbraunen Stupsnase hoppelte aus der Gruppe hervor, legte seine Ohren zurück und blickte mit großen braunen Augen den alten Hasen an. Finn, sein Name, putzte sein Näschen und sagte schließlich, wir finden den Osterhasen nicht. Ich glaube, der ist verschwunden. Der alte Hase lachte erst vor dem Herzen und sagte, aber geh, Ostern steht bevor. Der düftelt sicher an neuen Farben für die Ostereier. Die Hasen blickten sich an und sagten, wir haben überall gesucht. Kein Osterhase in Sicht. Der alte Hase, er hatte einen lustigen weißen Fellbüschel am Kopf und eine dicke, runde Brille, rümpfte nachdenklich sein Näschen. Na, dann haben wir aber jetzt ein Problem. Die jungen Hasen kamen langsam näher und schauten erwartungsvoll zum älteren Hasen auf. Kurz war es ganz still, bis ein Hasenmädchen mit rotbraunem Fell sich räusperte. Es war ein kleines, junges Häschen. Ihr Name war Lini und sie sagte schüchtern, also, ich hatte jetzt schon eine Idee. Alle blickten sich um und schauten sie an. Lini blickte die anderen Hasen mit leuchtenden Augen an und sagte, na, wenn der Osterhase gerade nicht zu finden ist, dann machen wir eben, was wir gut können und helfen dem Osterhasen. Wem von euch fällt denn etwas dazu ein? Ein Hase meldete sich und rief laut, also ich kann gut Eier rollen. Alle lachten dazu. Lini sagte, na gut, dann sammelst du alle Eier ein, die du finden kannst. Seppel, der dickste Hase unter ihnen, sagte ganz selbstbewusst, also ich pinsle gerne Häuser an. Darf ich die Eier bemalen? Lini nickte. Und ich kann gut backen, rief Dora, das fröhliche Hasenmädchen unter ihnen. Alle lachten wieder und freuten sich an der Hilfsbereitschaft der Hasenschar. Dora stellte stolz ihre Ohren auf und sagte, na, erstens kann ich super Farben mischen für Kuchen und auch für Eier und zweitens mögen wir alle Kinder Süßes. Alle hatten gute Ideen und so begann das Spiel der Talente. Nach der Reihe meldete sich ein Hase nach dem anderen. Denn einer konnte gut schneiden, der andere gut kleben, einer Ordnung halten, der andere gut organisieren, einer musizieren und so weiter. Jeder gab sein Talent dazu und zusammen bereiteten sie alles für das Osterfest vor. Alle hatten sich Spaß und Freude daran und keine machte sich Sorgen darüber, dass Ostern ausfallen könnte, weil der Osterhase verschwunden war. Aber wo wohl dieser Osterhase war? Na, was denkt denn ihr Kinder? Habt ihr eine Idee? Wo könnte der Osterhase sein? Naja, als die Hasenkinder dann so eifrig zusammen fleißig waren, hörte man hinter dem Hügel ein leichtes, fröhliches Summen. Die Hasenkinder spitzten die Ohren. Das ist der Osterhase, rief Finn laut. Dieses Summen, das kenne ich. Schon sah man die großen braunen Ohren hinter dem Hügel auftauchen und der Osterhase kam flott dahergehoppelt. Er schaute groß und sagte, na, was ist denn da los? Alle so fleißig und emsig dabei, Ostern vorzubereiten? Die Hasenkinder nickten alle ganz stolz. Na, wenn jeder mithilft, dann kommt heuer wohl das schönste Osterfest dabei heraus. So kreative und bunte Ostern gemeinsam zu leben, das ist doch was Schönes, sagte der Osterhase und lächelte zufrieden. Finn, der jüngste Hase,
hoppelte zum Osterhasen und fragte, ja, wo warst du eigentlich, Osterhase? Der Osterhase kratzte sich am Ohr und sagte, na, die blaue Farbe ist ausgegangen, ich habe nur neue geholt. Dann lachten sie alle zusammen und hatten noch viel Spaß miteinander. So, meine lieben Kinder, und jetzt wünschen wir euch alle, den Eltern und euch, frohe Ostern, bleibt gesund und besucht uns, wenn es geht, dann wieder im Stiegerhaus, vielleicht schon im Herbst beim Apfelfest oder auch ein anderes Mal. Wir werden euch herzlichst begrüßen. Euer Team vom Stiegerhaus und eure Ingeborg Maria Ortner. Baba!